schauen wir gemeinsam in die Kamera und winken mal rein und sagen mal Danke, Dere. Okay? Geht das? Nee? Ich sag schon. Sagen wir einfach nur Danke, Papa. Dere, Kleister City, heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast. Neben mir hat nämlich Platz genommen die liebe Marie. Hallo Marie. Servus. Marie, wie geht's dir heute? Gut. Gut, ja. Was hast du heute schon alles gemacht? Puppenspiel, Barbie-Spiel, gegessen. Gegessen? Was habt ihr denn gegessen? Frühstück und Mittagessen. Was hat's zum Frühstück gegeben? Nutella. Ja. Ohne Butter. Mhm. Sondern ein Brot mit Aufstrich oben. Mhm. Das war lecker, oder? Hat er gut geschmeckt, ja. Du hast Puppe gesagt heute schon. Du hast jetzt eine Puppe mit. Wer ist denn das? Die Nina. Die Nina. Das ist deine erste Puppe gewesen, oder ist das schon? Hast du sonst noch viele andere Puppen, oder? Ja. Aber die Nina kommt überall mit? Ja. Also hast du die Nina gern? Ja. Wie lange hast du die Nina schon? Meine erste. Überhaupt die erste. Also die begleitet dich schon Ewigkeiten quasi. Und mit der spielst du jeden Tag, oder? Ja. Wenn du dich jetzt da so umschaust, sind ganz, ganz viele Kameras, ja? Wie findest du das eigentlich? Hast du so viele Kameras schon mal gesehen? Nein. Nicht. Aber findest du das spannend oder eher so, dass du sagst, weiß ich noch nicht so ganz? Spannend. Spannend, okay, super. Du sag, Marie, du bist im Kindergarten, oder? Ja. Wie ist denn das momentan so? Wie gefällst du dir überhaupt im Kindergarten? Gut. Gut. Wie ist das jetzt momentan so? Merkst du da irgendwie, ist da was anderes momentan im Kindergarten oder ist alles unverändert? Was macht man da so im Kindergarten bei euch? Was macht ihr da so? Wir müssen nur 2 Handbreiten von Kinderabstand halten. Okay, also das muss sein. Ja. Okay. Jetzt ist das ja überhaupt eine Zeit, jetzt sieht man ja ganz, ganz viele Leute da draußen, die so eine Maske tragen, gell? Und so ganz, wo man eher auf Abstand, wie du es schon sagst, geht. Wie findest du diese Maske überhaupt? Ist das für dich ein bisschen komisch oder sagst du, nein, das ist soll so sein jetzt momentan? Weiß noch nicht. Weißt du noch nicht. Aber du trägst ja noch keine Maske, oder? Du bist ja noch nicht so alt, oder? Nein. Genau. Super. Also, aber so im Kindergarten sagst du, ist das eigentlich alles okay. Also das passt doch. Wir sind jetzt in Gleisdorf. Ja. Gefällt dir Gleisdorf? Ja. Ja? Bist du oft in Gleisdorf? Ja. Super. Was macht man denn in Gleisdorf? Was machst du in Gleisdorf am liebsten? Einkaufen. Einkaufen? Was kaufst du gerne ein? Milchschnitten. Milchschnitten? Isst du Milchschnitten gerne? Wunderbar. Hast du irgendeinen Lieblingsplatz in Gleisdorf vielleicht? Wo du besonders gern bist? Auf dem Spielplatz. Spielplatz? Bist du da ganz lang dann am Spielplatz? Nein, immer bis wir fahren. Ja. Mhm. Mit wem gehst du dann am liebsten am Spielplatz? Mit der Lea. Mit der Lea. Die Lea ist wer? Meine Schwester. Deine Schwester. Die Lea, mit der versteht ihr euch super? Oder gibt es mit der Lea manchmal auch so, wie soll ich sagen, ein bisschen Streit? Oder wie ist so deine Schwester? Wie tut sie so miteinander? Wir spielen manchmal, aber auch wir streiten manchmal. Schon, okay. Was spielt ihr am liebsten gemeinsam? Wir malen am liebsten gemeinsam. Ihr malt am liebsten, okay, super. Sag, sonst, was machst du in deiner Freizeit am liebsten eigentlich? Mhm. Also abgesehen, du hast schon gesagt, Puppen spielen wahrscheinlich gerne tust du. Was machst du sonst gerne? Wenn ich draußen bin, tue ich gerne rumlaufen. Rumlaufen, ganz, ganz viel rumlaufen? Ja. Machst du dann auch so Verfolgungsjagd mit der Lea oder wie ist das dann? Also spielst du dann noch gemeinsam irgendwie so? Einer fängt den anderen, oder manchmal wie? Manchmal spielen wir Fangen. Fangen schon, okay. Und drinnen hast du irgendwie ein Lieblingsbrettspiel zum Beispiel oder irgendwas, was du besonders gern spielst? Mhm. Nicht. Also alles irgendwie gerne. Super. Kennst du das Spiel Berufe raten? Da geht es darum, du denkst deinen Beruf aus, ja? Zum Beispiel, ich sage jetzt Feuerwehrmann, ja? Und du denkst dir den aus und ich muss das quasi erraten. Ich frage dich Sachen über den Beruf. Und ich muss quasi erraten, an welchen Beruf du denkst. Wollen wir das mal probieren? Mhm. Ja? Also, denk mal an einen Beruf. Wird bei deinem Beruf, also an den du gerade denkst, wird er mit dem Blaulicht gefahren? Mhm. Nicht. Ist das ein Beruf, wo Ärzte dabei sind? Oder wo? Mhm. Auch nicht, okay. Ist das vielleicht ein Beruf, wo mir viel mit Kindern zu tun hat? Ja. Kindern zu tun hat. Ist das vielleicht, die Kindergärtnerin? Nicht? Okay. Ein Beruf, wo man viel mit Kindern zu tun hat.
Eine Lehrerin? Nein. Auch nicht. Ein Beruf von Mafia Mick. Gib mir einen Tipp. Es ist was mit Schminken. Was mit Schminken? Ein Beruf mit Kindern und Schminken. Beruf mit Kindern und Schminken. Ein Clown? Nein. Auch nicht. Warte mal. Gib mir noch einen Tipp. Ich sitze dort. Nochmal. Ich sitze dort. Also sie sitzt dort. Jetzt bin ich aber, jetzt stehe ich auf der Leitung, glaube ich. Denkst du an den Beruf mit Kindern, wo man schwimmt und du sitzt dort? Ja. In der Schule? Nein. Nee, kann nicht sein, gell? Gib mir noch einen. Einen Tipp gibst du mir noch. Ich werde das wissen jetzt alle schon, außer ich wahrscheinlich. Also ein Beruf, wo man mit Kindern zu tun hat? Ja. Beruf, wo geschminkt wird? Ja. Und du sitzt dort? Ja. Weil da, ich habe keine anderen Tipps mehr. Okay, das ist natürlich blöd dann, ja. Gut, nein, ich komme nicht drauf, jetzt muss das mal sagen. Kinderschminken. Klar, muss ich schon. Ja, da hast du recht. Stimmt. Hat das was mit Autofahren zu tun? Nein, gar nicht. Aber es hat so von eine gewisse Ähnlichkeit mit dem, was du mir schon gesagt hast. Also, du bist ein Kind, haben wir halt schon gesagt, und du bist wo? Kindergarten. Was heißt denn im Kindergarten alles? Wer ist denn dort im Kindergarten? Sandra und die Antonia. Das sind, ist wer? Die Kindergärtnerin. Richtig, das war mein Beruf. Du hast einen Beruf. Geht's bei dem Beruf wieder mit Kindern irgendwas? Ja. Okay. Ältere Kinder oder jüngere Kinder? Jüngere. Jüngere Kinder. Sind wir wieder im Kindergarten? Ja. Ja. Aber es ist nicht die Kindergärtnerin? Doch. Ah, sie ist die Kindergärtnerin. Na schau. Na bitte. Na schau. So einfach kann es gehen. Machen wir gleich noch was. Fällt dir noch was anderes ein? Noch ein anderer Beruf? Ja. Ja, passt. Gut, es ist ein Beruf, wo... Es hat diesmal nichts mit Kindern zu tun. Nein. Okay, passt. Es ist ein Beruf, wo man viel draußen unterwegs ist. Nein. Okay. Es ist ein Beruf, wo man viel drinnen unterwegs ist. Ja. Gut. Also nichts mit Kindern, sagst du. Ist es vielleicht jetzt wirklich sowas in Richtung Feuerwehrmann? Feuerwehr sind wir richtig oder Rettung oder? Rettung. Rettung sind wir richtig, Rettung sind wir richtig. Dann ist es der Rettungssanitäter oder der Arzt bei der Rettung. Der Notarzt. Notarzt? Ja. Jawohl! Hat es was mit Kindern zu tun? Mit Kindern und Erwachsenen. Okay. Mit Kindern und Erwachsenen. Sind wir wieder so in Schule, in Richtung Schule oder nicht? Nein. Gar nicht, okay. Auch nichts mit Blaulicht? Nein. Okay. Mit Kindern und mit Erwachsenen. Ich brauche deinen Tipp. Man ist dort ganz viel drinnen. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Jetzt denke ich wieder nur an Schule und so weiter. Das ist es nicht. Ein Beruf, wo man ganz viel drinnen ist, wo man mit Kindern und Erwachsenen zu tun hat? Hat's was? Aber drinnen dann mit viel Sport oder sitzt man eher? Ist man eher ruhiger oder bewegt man sich viel? Oder? Man bewegt man viel, wenn man sich was holen muss. Ist es vielleicht so in Richtung Restaurant? Gastronomie? Gar nicht. Okay, gar nicht. Okay. Glück gehabt, das gehört zum Essen. Warte mal. Noch ein Tipp. Man tut da Haare kämmen. Man ist beim Friseur. Ja. Jawohl! Das war der entscheidende Tipp. Ich weiß schon was. Hat das was mit Fahren zu tun? Ja. Es hat ganz, ganz, ganz viel mit Fahren zu tun. Ja. Noch ein Tipp. Ein Tipp. Das sind. Also mein Vater, aber in keinen normalen Autos, sondern ganz, ganz speziellen Autos. Ja.
Und man fährt jetzt nicht so normal, sondern es ist alles ein bisschen schneller. Polizei? Nicht ganz. Das sind dann doch eher, das sind dann zu normale Autos unter Anführungszeichen, sondern mehr so ganz außergewöhnliche Autos. Das sieht man oft im Fernsehen. Und auch sonst kann man sich anschauen. Noch ein Tipp. Noch ein Tipp. Was haben wir noch für einen Tipp? Also da geht es nicht um Geschwindigkeiten, da ist viel, viel schneller, als man normalerweise auf der Autobahn fährt zum Beispiel. Da gibt es in der Steiermark, bei uns gibt es ja auch so, da gibt es eine Strecke, so eine Fahrbahn, wo immer im Kreis gefahren wird. Da sind dann die Leute in den ganz, ganz speziellen Autos drinnen und dann fahren die ja ganz, ganz, ganz wild und schauen, wer schneller ist. Rennfahrer. Ja, richtig. Rennfahrer. Genau. Marie, danke für deine Zeit. Danke, dass du da warst. Toll war das, mit dir zu plaudern. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Super. Da schau, sagen wir den Leuten Baba. Ja? Danke. Baba. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked das Video, dann abonniert unseren Kanal und schreibt uns gerne in die Kommentare rein, wenn wir für euch das nächste Mal herholen sollen und wie euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Dere.